Herzlich willkommen beim 12. Mann der Fan-Talk. Ich bin Jan und ich bin Düsseldorf-Fan. Ja, heute stand der 9. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Programm. Der Fortuna auf der einen Seite und Paderborn auf der anderen. Die Paderborner waren heute unsere Gäste. Und man dachte eigentlich, naja, das wird ein recht munteres Spiel. Fortuna hatte auch zuerst den Ton angegeben, aber wer schoss das erste Tor? Es war Paderborn. Und der Fortuna, ja, jagte dem quasi Rückstand wieder hinterher. Aber dann kam die Stunde des Ruben Hennings. Es stand 1:1. Dann wurde der Nara gefoult. Hennings verwandelte den Elfmeter. Er stand 2:1. Und wir hatten echt schon das Gefühl, 3 Punkte gewinnen zu können. 2 Minuten später erzielten die Paderborner das 2:2. Pech gehabt. Wieder ein paar Minuten später hat der Schinter Appelkamp von uns, von der Fortuna, unglaubliches Pech. Traf die Latte. Nichts mit 3:2. Aber dafür kamen die Paderborner nochmal, erzielten der 3:2 und brachten 3 Punkte nach Hause, nach Paderborn. Somit 9. Spieltag, 11 Punkte. Na gut, heute Abend haben Nürnberg und Hannover auch noch 0:0 gespielt. Das war ja nicht mal so schlecht. Hannover steht unter uns auf Platz 12. Aber was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich ein kleines Trauerspiel. Also ich sage euch, wenn das nicht besser wird, dann muss die Fortuna echt überlegen, woran es liegt. Entweder liegt es an den Spieler oder es liegt am Trainer. Also ich gebe dem Christian Preuß auf jeden Fall noch die gesamte Hinrunde und dann muss eine knallharte Analyse erfolgen. Wir sehen uns, Freunde. Bleibt dem Fußball gewogen. Bleibt der Fortuna gewogen. Auf bald. Euer Jan. Danke fürs Zuschauen.